Mein Name ist Pascal Fuchs, ich bin 23 Jahre alt und habe letztes Jahr im August meine Winzerausbildung beendet. Und wir sind jetzt hier in Mundelsheim. Das ist, liegt am Neckar im Landkreis Ludwigsburg, in der schönsten Lage des Neckartals. Und da befinden wir uns jetzt gerade in meiner Sandrotanlage. Ich bewirtschafte hier bei uns in Mundelsheim 2,5 Hektar Wengert. Warum entlaubt man eigentlich? Warum lässt man es nicht einfach so? Es hat den folgenden Grund. Und zwar, beim Entlauben geht es hauptsächlich darum, um eine lockere, luftige Laubwand, um Pilzkrankheiten wie Oidium oder Botrytis vorzubeugen. Weil wenn die ganzen Blätter die Traubezone zumachen und dann rägert es und dann kommt keine Luft mehr, dann kann es sein, dass sich da halt diese Pilzkrankheiten weiterentwickeln. Und da muss man viel öfter spritzen oder Pflanzenschutzmaßnahmen betreiben. Und damit kann man mit dem Entlauben vorbeugen. Genau, der andere Grund ist, warum man entlaubt, ist einfach so eine Qualitätssteigerung. Da muss man aufpassen jetzt bei der Rotwein- und bei der Weißweinsorte und da auch nicht bei vielen, zum Beispiel beim Trollinger. Durch die dünne Bärenhaut, wo es entwickelt, macht den Lauber keinen Sinn, weil wenn da die Sonne drauf knallt, da verbrennen dann die Trauben und da kann man sie nicht ernten und weiterverarbeiten. Deswegen machen wir es eher so bei Sorten wie jetzt Schwarzriesling, Dornfelder, Samtrot. Das Entlauben in der Rotweinsorte, da kann man ruhig mal komplett die Traubezone fast frei machen. Das fördert die Farbe und die Aromatik vom Wein. Jetzt bei der Weißweinsorte, da kann man gemäßigt entlauben, muss man aber nicht, weil es sein kann, wenn man zu viel entlaubt, dass durch die Sonne die Aromatik verändert wird. Genau, und der dritte Punkt ist, warum man entlaubt, ist einfach zur Ernteerleichterung, wenn man von Hand lesen tut. Dass die Lesehelfer nicht die ganze Zeit daheim die Trauben suchen müssen. Also es gibt zwei verschiedene Arten zum Entlauben. Einmal von Hand und einmal mit der Maschine. Ich zeige euch jetzt geschwind, wie es von Hand geht. Und nachher sehen wir ein bisschen was zum Entlauben. Zu dem erzähle ich ein bisschen was für die maschinelle Entlaubung. Beim Entlauben von Hand ist der große Vorteil, man kann seine Trauben angucken, man kann seine Laubwand beurteilen. Man sieht, wenn irgendwie sich doch Mehltau gebildet hat oder wenn sich Perro gebildet hat, also der falsche Mehltau. Dann kann man das sehr. Man kann gleichzeitig, wenn man zur Ertragssteigerung seine Traube halbieren. Und es ist halt wichtig beim Entlauben, kann man dann auch seine Entlaubungsintensivität einstellen. Da kann man dann zum Beispiel sagen, jetzt hier sind wir auf der Sonnenseite. Da macht man, robbt man dann so ein bisschen die Blätter so da weg. Und da kann man halt sich schön raussuchen. Welche Blätter man dran lässt und welche Blätter man wegmacht. Da kann man einfach viel mehr Feinabstimmungen machen oder so, was jetzt mit der Maschine zum Beispiel nicht geht. Genau, beim Entlauben ist wichtig, dass man die Traubezone nur entlaubt und nicht da oben dahin. Weil aus dem einfachen Grund, wegen der Assimilation, weil die Traube brauchen, um den Zucker zu bilden, zu wachsen und alles, brauchen die halt die Blätter wegen der Photosynthese. Wenn man jetzt dahin so einen Kümmertrieb hat, Dana, also als Kümmertriebe bezeichnen wir Triebe, wo jetzt nicht so recht gewachsen sind. Ne, die kann man dann auch noch zusätzlich so rausmachen. Ne, und so kann man halt ein bisschen feinfühliger, sage ich mal, seine Anlage bewirtschaften. Ne, oder wenn man sieht, wenn man Geiztriebe drin hat, es gibt Sorten, die haben enorme Geiztriebe. Jetzt hier bei der Sandro sind die Geiztriebbildung eher weniger. So funktioniert es von Hand in Laube. Braucht zwar länger, wie mit der Maschine, aber man kann einfach viel feinfühliger, viel feiner seine Laubwand gestalten. Also der optimale Zeitpunkt zum Entlauben, sagt man, ist meistens so 2 Wochen nach der Blüte, weil sich da dann die Traube dann an die Sonne noch gewöhnen. Das ist, ich sage so, ich vergleiche es mit der menschlichen Haut, weil je früher man seine Haut an die Sonne gewöhnt, umso ein schwächerer oder bis gar keinen Sonnenbrand kriegt man. Wenn man jetzt dann sagt, man zieht jetzt erst Mitte im Sommer dann so, ich sag mal, im August erste Pullover aus und stellt sich dann 10 Minuten in die Sonne, dann ist man krebsrot. Und so ist es mit der Traube auch. Je länger man beim Reifeprozess wartet bis mit dem Entlauben, desto größer ist die Gefahr, dass die Traube verbrennen und dann halt dementsprechend keine Qualität mehr hin. Und deswegen sagt man so meistens so 1 bis 2 Wochen nach der Blüte ist so der Entlaubungszeitpunkt. Damit sich die Trauben halt vor dem Traubenschluss halt noch schön an die Sonne gewöhnen können. Und auch macht es auch nichts, wenn die voll in der Sonne drin hängen. Aber wie gesagt, das ist wieder von Sorte zu Sorte unterschiedlich. Des Weiteren kann man noch überlegen, ob man auf beide Seiten entlaubt oder ob man nur die Schattenseite entlaubt. Weil man hat ja hier daheim haben wir jetzt den Südhang. Das heißt, die Sonne scheint so daheim her. Und dann, wenn sie untergeht, von Westen her,
Ja, und da kann man sich dann überlegen, ob man sagt, man macht so viele Blätter da hinten weg oder man geht halt auf die Schattenseite und tut eher von der Schattenseite entlaufen und vorne was hängen lassen. Das ist so, das liegt so in jedem seinem Ermessen, also das gestaltet jeder so, wie er es will. Da hat jeder Betrieb hat da seine eigene Philosophie, das Grundprinzip ist das gleiche, aber jeder hat trotzdem noch seine eigenen Handgriffe und seine Kniffe, wie er es handhabt mit dem Entlauben oder allgemein mit seinem Laubwandmanagement. Es gibt zwei verschiedene Arten von Entlaubungsmaschinen. Das sind einmal diese Laubsauger hier mit einer Walze. Und da gibt es von Aero zum Beispiel den Vitipuls, das ist ein Druckluftentlauber. Das sind so die zwei gängigsten Maschinen, die man zum Entlauben nimmt. Hier haben wir jetzt von Clemens einen Entlauber, einen Laubsauger oder Walzenentlauber auch stehen. Ist ein ganz einfaches Prinzip. Man hat da hier über das Hydraulikrohrgetriebe mit dem Ölmotor hat man da zwei Walze, die gegenseitig laufen und das Laub sozusagen reinziehen. Da kann man auch regulieren mit der Drehzahl, ob man jetzt viele Blätter wegmachen will oder wenig Blätter wegmachen will. Da sieht man jetzt diese zwei Walze. Diese zwei Walze haben das gleiche Prinzip, wie wenn man von Hand entlauben würde. Und hinter das Gebläse dran, das, durch die Drehbewegung erzeugt es den Sog, wo sie Blätter reinzieht. Das ist ganz einfach gehandhabt hier bei der Maschine. Da kann man jetzt den Deckel aufmachen, ist auch einfacher zum Reinigen dann. Und da sieht man die zwei Walze, die entgegengesetzt laufen. Und da oben sieht man den Ohrtrieb mit der Kette über die Zahnräder vom Ölmotor. Und wie gesagt, über die Öldurchflussmenge kann man dann die Geschwindigkeit einstellen, wie arg sich das Gebläse hinterdreht oder wie schnell sich die Walze dreht oder so, je nachdem, ob man viel Blätter oder wenig Blätter wegmachen muss. Also, wenn man da aufmacht, diese drei Schnellverschlüsse da, da kann man hier den Rotor raussehen, da ist auch einfach zum Putzen zu nahe. Und das da ist der Rotor, der dreht sich so und erzeugt dann den Sog, wo die Blätter dann reingezogen werden. Und tut sich dementsprechend auch dann gleich klein häckseln, dass nicht so große Laub, dass die Blätter nicht im Ganzen rumliegen, sondern dass sie klein gemacht werden zur besseren Humusbildung im Weinberg. Des Weiteren gibt es hier dann noch so eine Abtastfunktion. Wenn man jetzt zu arg in der Stiegel fährt oder in die Laubwand fährt und man kommt an den Stiegel nach, dann hat sich hier vorne, wird dann prallt es sozusagen ab und drückt sich dann automatisch rein und wieder zurück. Also da sind zwei Gasdruckdämpfer drin, wo dann so diesen Federeffekt haben.